Ja, hallo, da sind wir wieder mit einem neuen Interview. Und diesmal habe ich die Mutmacherin Jessica Bleile. Und die Jessica macht was ganz Tolles. Das finde ich sehr mutig, nämlich sie spricht Frauen darauf an, also beziehungsweise arbeitet mit Frauen, die quasi sich trauen möchten, ohne Pille zu verhüten. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Jessica, du kannst da nochmal einfach erzählen, wie genau du das machst oder ja, wie du auch auf die Frauen zugehst, vielleicht auch, wie du darauf gekommen bist, das fände ich sehr spannend. Ja. Ja, sehr gerne. Erstmal danke, dass du mich zu dem Interview eingeladen hast. Ich finde es eine coole Sache, dass du da ja, die anderen so inspirieren möchtest mit Mutmachergeschichten. Und ja, zu mir. Genau, im Grunde genommen, ich gebe Hormoncoaching. Das heißt, ich bin Coach für Frauen, die die Pille absetzen möchten, also den klaren Wunsch haben, die Pille abzusetzen, aber da auch vielleicht noch ein bisschen Angst davor haben, weil sie halt nicht wissen, was kommt danach, was kommt auf mich zu, gibt es irgendwelche Begleitsymptome. Ich meine, man hört da auch die übelsten Horrorgeschichten teilweise, dass da der Zyklus komplett durcheinander ist, dass da Frauen bis zu 2 Jahre ihre Tage nicht mehr bekommen und sowas. Genau, und mir geht es einfach darum, die Frauen gerade in der Zeit zu begleiten und denen auch Mut zu machen, die Pille wirklich abzusetzen, weil im Grunde genommen ist es das Beste, was sie für ihren Körper tun können, weil da kommen wir auch so ein bisschen ins, woher komme ich oder von wo komme ich, warum mache ich das eigentlich? Ich habe durch die Pille in beiden Unterschenkeln Thrombose bekommen Okay. und habe sie daraufhin dann eben entsprechend abgesetzt, hatte dann auch so 2, 3 Monate, nachdem ich sie abgesetzt habe, ein komplettes hormonelles Chaos, also mit depressiven Verstimmungen, Haarausfall, total fettige Haut, und so weiter. Und ja, Da sieht man das ist erstmal, halt. was das für einen krassen Einfluss auf den Körper dann auch hat, ne? Ja, absolut. Ich meine, im Grunde genommen, es werden halt die ganze Zeit deine natürlichen Hormone, die werden unterdrückt, die werden gar nicht produziert, dadurch, dass du die Pille nimmst. Und wenn du dann die Pille absetzt, dann ist halt dein Körper erstmal damit beschäftigt, überhaupt wieder eigene Hormone zu produzieren. Und das kann halt bei manchen Frauen länger dauern, ich sag mal, die jetzt auch noch nicht so darauf achten, was sie essen. Das hat auch sehr viel damit zu tun. Und die, die eigentlich schon von vornherein ausgewogen sich ernähren, die haben dann nicht so viele Begleitsymptome. Ja, also das ist ja auch, wird ja oft, die Pille wird ja auch empfohlen, wenn man jetzt zum Beispiel Hautunreinheiten hat oder Dinge, die auf Hormone, sag ich mal, zurückzuführen sind, wie zum Beispiel Haarausfall oder Gewichtszunahme. Und da ist ja natürlich so die Pille zu ver Schreiben für beide Seiten erstmal der einfachere Weg, ne? Und aber letzten Endes ist ja der einfache Weg nicht unbedingt immer so der gesündere. Und da ist ja wahrscheinlich so ein Coaching dann sinnvoll, um zu schauen, wie kann ich das auf natürliche Weise regulieren. Ja, ich meine, das Ding ist halt, wenn du die Pille verschrieben bekommst, gerade wegen solchen Symptomen, dann tust du nichts anderes als dein, also ich habe das in einem Buch gelesen, ich finde die Metapher tatsächlich richtig gut. Du tust nichts anderes, als deinen Körper in Kofferraum zu sperren, gefesselt und geknebelt, dass er nicht laut aufschreit. Und sobald du die Pille absetzt, das ist dann wie wenn du den Kofferraum aufmachst und den Knebel wegmachst, natürlich schreit der Körper wieder Ja. los. Weil es werden einfach nur die Symptome, die Beschwerden werden unterdrückt. Und sobald du die Pille absetzt und deine natürliche Hormonproduktion wieder losgeht, geht das ganze Spiel von vorne los, teilweise dann sogar noch mit übleren Folgen. Also dass es einfach noch üblere Symptome sind. Und da Ja. kann man halt sehr viel auch mit einer ausgewogenen Ernährung und mit einer gesunden Lebensweise dagegen steuern. Ja, und natürlich ist ja wahrscheinlich auch ein großes Thema, also gerade um auch auf das Thema Mut dabei zu kommen, auch als junges Mädchen, das stelle ich mir auch sehr, sehr krass vor, weil das ja auch so ein,
das ist ja schon so ein automatischer Prozess, sobald du irgendwie einen Freund hast, wo sie müssen jetzt zur Frauenärztin, Frauenarzt gehen und Pille, so zack, da wird gar nicht irgendwie groß reflektiert oder, also wahrscheinlich jetzt nicht bei jedem, gibt bestimmt auch Familien, wo das die Erfahrungen nicht so gut waren und sagt, vielleicht können wir was anderes machen. Und ja, da als auch junges Mädchen, wenn dann alle anderen die Pille nehmen, du dann als Einzige nicht sozusagen, gehört ja auch Mut dazu, ne? Ja, ich meine, das ist ja bei solchen Themen generell, also wenn man aus der, ich nenne es jetzt mal so, wenn man aus der Reihe tanzt, gehört immer viel Mut dazu. Das ist ja genau dasselbe, wenn man halt in Sachen Ernährung oder auch, ich nehme jetzt mal das Beispiel Veganer. Da gehört auch Mut dazu, hinzustehen und zu sagen, auch wenn alle oder gefühlt gerade die Hälfte der Menschheit sich über Veganer lustig macht, hinzustehen und zu sagen, hey, ich vertrete die Ansichten und das ist ein Thema, das mir am Herzen liegt. Das Tierwohl liegt mir am Herzen, meine Gesundheit liegt mir am Herzen, also stehe ich dazu. Da gehört immer Mut dazu und genau dasselbe ist es halt auch mit der Pille. Das ist so schon in die Gesellschaft integriert und Standard und man denkt gar nicht mehr großartig drüber nach, ob es überhaupt irgendwelche Alternativen gibt, beziehungsweise die Alternativen werden auch nicht großartig angesprochen. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass bei vielen Frauenärzten das der Fall ist, dass da halt direkt ohne groß zu überlegen, ohne nachzufragen, die Pille verschrieben wird. Und natürlich gehört da dann auch Mut dazu, als junges Mädchen dann hinzustehen und zu sagen, lieber Frauenarzt, klär mich doch auf, was gibt es noch für Alternativen? Oder auch das bei den Eltern anzusprechen und zu sagen, eigentlich möchte ich jetzt nicht so unbedingt die Pille nehmen, können wir da über was anderes reden? Ja, zumal es gibt ja auch kaum Ansprechpartner, weil du sagtest jetzt eben, was gibt es für Alternativen beim Frauenarzt? Da wird dann mit großer Wahrscheinlichkeit auch dann, was weiß ich, die Spirale oder hier gibt es ja noch irgendwie in den Arm rein und weiß ich nicht was. Sowas, was du jetzt machst, ist ja wahrscheinlich eher noch weniger auf dem Markt oder das ist ja jetzt nichts, was jetzt jemand so im Alltag kennt, ne? Also für mich war es zum Beispiel jetzt neu und das ist natürlich auch super wichtig, dass ich das dann auch noch mehr verbreiten darf, dass einfach so dieser Körper, das Körperbewusstsein und der Bezug zum eigenen Körper auch wieder im Vordergrund rücken darf, ne? Ja, beziehungsweise überhaupt mal in den Vordergrund rücken darf, weil viele machen das noch nicht so zum Thema, ihre eigene Gesundheit, das wird halt alles so ein bisschen auf die Seite geschoben und irgendwann, also so ging es mir ja selber auch, ich meine, bis zu dem Punkt, wo ich die Thrombose bekommen habe, habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, über die Pille, beziehungsweise vielleicht mal ab und zu hinterfragt, okay, könnte jetzt das und das ein Grund sein oder könnte das jetzt verursacht sein von der Pille, zum Beispiel jetzt irgendwie Stimmungsschwankungen und sowas, habe ich mich vielleicht ab und zu mal gefragt, aber nicht großartig dann weiter gebohrt. Und erst, wo man dann halt so gefühlt den Schlag ins Genick bekommt, dann beschäftigt man sich plötzlich damit. Und ich würde mir halt wünschen, dass andere nicht die gleiche Erfahrung machen müssen, andere Mädels, andere Frauen wie ich, sondern bevor das passiert, bevor schon das Kind in den Brunnen gefallen ist, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen und überlegen, oder auch mal wirklich offen reflektieren, wie geht es mir aktuell? Gibt es irgendwelche Symptome, die vielleicht von der Pille ausgelöst sein könnten? Ich meine, das geht bis zu Autoimmunerkrankungen. Teilweise werden Autoimmunerkrankungen von der Pille ausgelöst und du denkst dir halt nichts dabei. Du denkst halt, okay, das ist halt irgendwann mal in mein Leben getreten und ich finde mich damit ab und versuche damit klarzukommen, aber dass das halt auch von der Pille kommen kann, darüber denkt keiner nach. Ja, das ist ja generelles Ding, dass im Prinzip, also viele Menschen glauben, dass einen sowas irgendwie plötzlich überfällt sozusagen, ne? Aber dass halt ja unser Lebensstil da eine super große Rolle spielt, das kommt immer mehr zutage auf jeden Fall, gibt ja auch schon viele, die mehr darauf achten, aber die Pille, denke ich, ist schon immer noch sehr, also wüsste ich jetzt nicht so in den
Medien, in denen ich mich so bewege, ist das eigentlich selten Thema. Gibt es bestimmt auch schon ein bisschen. Wie ist denn deine Erfahrung, also auch so in der Thematisierung? Also wenn du anderen erzählst, dass du das machst, könnte ich mir halt auch vorstellen, dass da vielleicht auch so ein bisschen Reaktionen kommen, die, also es ist halt auch ein recht intimes Thema, sagen wir es mal so. Ich finde das eben auch absolut so mutig, dass du das ansprichst. Deswegen war es mir auch so wichtig, dass dich zu interviewen. Weil klar, da geht es ja irgendwie schon echt ein bisschen um privatere Themen, als jetzt zu sagen, einfach nur, ich bin jetzt zum Beispiel Ernährungsberater. Das ist, sage ich mal, auch irgendwie privat, aber nicht ganz so intim. Genau. Ja, ja. Klar, natürlich. Da gehört natürlich auch Mut dazu, das überhaupt anzusprechen. Und da die Reaktionen sind wirklich ganz unterschiedlich. Da gibt es Frauen, da kommt die Reaktion, ja, hey, lass mich in Ruhe mit dem Thema, beziehungsweise das ist mir zu persönlich. Wie kommst du darauf, mir so eine Frage zu stellen? Und dann gibt es aber auch wieder Frauen, die finden es ganz toll, dass ich das Thema anspreche und mich mit dem Thema beschäftige. Und ich hatte mal vor kurzem ein Kundeninterview oder eine Interviewreihe gemacht, also ein Online-Interview. Und da die Rückmeldungen, das war teilweise wirklich, das ging direkt in die Seele. Da kamen dann halt so Sätze wie, hey, danke, dass du dich mit dem Thema beschäftigst. Endlich jemand, der sich damit auseinandersetzen möchte und tolle Sache. Und da merkst du, es sind eigentlich gar nicht so wenige, die das auch im Kopf beschäftigt, die sich damit auch irgendwo rumplagen. Genau. Ich denke auch, dass das viele betrifft, auf jeden Fall, ja. Also, und ich finde halt auch, ja. Gibt es da auch, ich weiß nicht, ob du das weißt, Langzeitstudien zur Einnahme der Pille? Oder hattest du dich jetzt gar nicht, das war ja bei dir, dann sage ich eher, war das eine kurzfristige Erscheinung oder nach einer relativ längeren Einnahme? Also ich habe die Pille genommen seit meinem 13. Lebensjahr. Okay, und wann also hast du das dann bekommen? Über 10 Jahre. Ah ja, okay. 2018 hatte ich die Thrombose. Ja, also es ist ja im Prinzip eine Langzeiterscheinung dann, ne? Ja. Ja. Ja, krass, auf jeden Fall. Oder vor allen Dingen eben auch, wie du sagst, das Risiko an bestimmten Dingen, sage ich mal, zu erkranken, wird dann wahrscheinlich auch sehr erhöht dadurch. Ich meine, je länger du deine Hormone, deine natürlichen Hormone unterdrückst und nicht richtig und dein Körper nicht richtig arbeiten lässt, desto schwerwiegender können, also muss nicht, ich möchte ja auch niemandem Angst machen, es können schwerwiegende Folgen auftreten, weil im Grunde ja, du sperrst deinen Körper halt jahrelang in den Kofferraum. Ja, also ich denke auch, dass prinzipiell ist wahrscheinlich so das, was auf natürlicher Basis regulierbar ist, immer für mich persönlich immer erstmal die bessere Variante. Und na klar kann man auch mit bestimmten Dingen eingreifen. Also ich finde jetzt auch niemand, der gegen Schulmedizin ist, aber dass man zumindest auf jeden Fall erstmal schaut, wie vertrage ich es oder wie kann ich es auch anders regulieren, wenn es jetzt eben zum Beispiel auch darum geht, irgendwelche hormonellen Schwankungen zu regulieren durch die Pille. Ne? Der Kinderwunsch ist ja dann noch mal ein anderes Thema. Und ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Weil im Grunde, als es dann losging mit den Symptomatiken nach dem Absetzen der Pille, ich bin von Hausarzt zu Frauenarzt zu Hausarzt zu Frauenarzt gerannt und keiner konnte mir richtig helfen. Man hat verschiedene Bluttests gemacht, die Standardbluttests natürlich. Da hat man natürlich nicht viel gesehen. Hormone hat man überhaupt nicht überprüft. Und irgendwann habe ich mir dann auch gesagt, jetzt reicht's, ich kümmere mich selber drum. Ich gucke selber, wie ich das Ganze natürlich in den Griff bekomme und arbeite mich in das Thema ein und versuche, meinen Körper zu verstehen. Weil im Grunde, das ist das, was du, ja, womit sich eigentlich jeder so ein bisschen
auch auskennen sollte mit seinem eigenen Körper, wie man seinen eigenen Körper auf natürliche Weise auch in verschiedenen Situationen unterstützen kann, weil du hast eine Eigenverantwortung an der Stelle. Ja, total. Also das sehe ich auch so, das wird auch immer wichtiger werden, glaube ich. Ja. Weil wir ja auch schon durch die ganzen Umwelteinflüsse eh schon sehr stark geprägt werden von außen. Und da ist wirklich wichtig, auf sich zu achten. Ja, voll spannend. Und dann hat man quasi die Möglichkeit, dich als, also zum Absetzen der Pille oder auch schon könnte man jetzt auch, was weiß ich, wenn die Eltern zum Beispiel sagen, oder die Tochter sagt, ich möchte das nicht nehmen, könnte man dich da auch ansprechen, um sozusagen Alternativen zu finden? Oder geht es hauptsächlich ums Absetzen dann bei dir? Bei mir geht es hauptsächlich um zwei Themen. Einmal natürlich das Thema Absetzen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, gerade die auch Angst davor haben, ich möchte ihnen einfach die Angst nehmen und sie dabei unterstützen, wirklich auf einen natürlichen Prozess zu kommen. Und dann gibt es natürlich Frauen, die haben schon abgesetzt, aber die kämpfen mit Nebenwirkungen, die kämpfen mit Symptomen, mit einem hormonellen Chaos. Und das wäre im Prinzip der zweite Ansatz bei mir, dass ich die Frauen unterstütze, um da wieder in Gleichgewicht zu kommen und auch ihren Körper kennenzulernen, dass sie auch verstehen, wenn der Körper bestimmte Signale sendet, was hat es zu bedeuten, wie kann ich ihn da unterstützen durch die passende Ernährung oder auch durch eine bessere Work-Life-Balance. Ich meine, Stress hat da auch viel mit zu tun, wenn das Hormongleichgewicht außer Kontrolle gerät. Genau, also das sind so im Prinzip die zwei Ansätze, die ich habe. Und einen ganz kleinen Bereich noch, das ist eher ein kleineres Coaching, wo es um das Thema geht, wie kann ich richtig, wie stimme ich mein Trainingsprogramm, mein Sportprogramm auf meinen Zyklus ab, damit ich da entsprechend auch nicht in irgendwelche Stolperfallen komme, weil die habe ich selber auch schon hinter mir, wo ich dann gemeint habe, ich muss extrem viel Sport machen und nicht auf meinen Körper hören und dann... Spannend, ja. Klar, da hagelt es einem halt den Zyklus und man denkt sich, wow, okay, hätte ich jetzt das nicht gedacht, dass es so schnell richtig geht. Richtig spannend, ja. Also das merke ich nämlich auch, dass es gibt einfach, die Tage sind so unterschiedlich. Ich denke, vermutlich bei Frauen noch mehr als bei Männern. Und ich versuche halt auch wirklich meinen Sport und Yoga dann auch ein bisschen anzupassen. Und jedes Mal, wenn ich es nicht mache, weil ich denke, ich muss irgendwie jetzt besonders ehrgeizig sein, dann kriege ich halt die volle Keule. Dann geht es mir halt auch wirklich schlecht so. Also ja. Das finde ich auch richtig cool. Ich hatte tatsächlich mal, ich weiß gar nicht, ob in einer Versicherungszeitung, sagen wir es mal so, hatte ich mal so eine Doppelseite gesehen und da haben die auch beschrieben, wie der Zyklus, also welche Art von Sport man im Zyklus machen kann. Das fand ich richtig cool und auch ungewöhnlich für eine, also ich habe nichts gegen Versicherung, aber ich hätte das jetzt nicht erwartet sozusagen. Und wenn du das dann sogar noch coachst, ist natürlich auch richtig schön. Da kann man sich halt noch viel besser kennenlernen, wie der Körper eben reagiert und was halt sinnvoll ist an den Tagen. Ja. Und um sich auch anzunehmen, also ich glaube, ich merke das bei mir ganz oft, dass ich an manchen Tagen, wenn ich so schwächel, ja, in Anführungszeichen, da habe ich mich auch lange drüber geärgert, dass ich jetzt nicht so fit bin. Aber das ist so wichtig als Frau, das auch anzunehmen, zu sagen, okay, heute ist es eben so und ich mache jetzt halt mal Yin-Yoga oder so, gell? Und das so diesen begleitenden Prozess, das finde ich halt super schön, wenn du die da auch unterstützen kannst in ihrem Sportprogramm. Cool. Ja, ja, ich finde genau das, was du gerade gesagt hast, finde ich extrem wichtig, auch endlich zu akzeptieren. Ich bin Frau und ich darf auch Frau sein und ich muss nicht auf dem gleichen Level mitkämpfen wie meine männlichen Mitstreiter, weil das ist einfach, es sind zwei unterschiedliche Systeme, die da arbeiten. Ja. Und der Frauenkörper ist darauf einfach nicht ausgelegt, wirklich permanent auf so einem hohen Level zu sein.
Und das zu akzeptieren und dann auch mal zu sagen, also wirklich auch hinzustehen und zu sagen, okay, dann mache ich heute eine ruhige Runde und sich dann auch nicht von außen beeinflussen zu lassen, sondern wirklich dann dazu zu stehen, zu seinem Körper, zu seinem Wohlbefinden und zu sagen, so fühle ich mich heute und so mache ich heute mein Sportprogramm und das ist okay. Ja, sehr schön. Total, sehr wichtig. Ja, cool. Ich danke dir ganz doll, liebe Jessica. Und ich werde dann auch unter das Video, seht ihr ja dann auch die Kontaktdaten für Jessica, wenn ihr Interesse habt, mit ihr zusammenzuarbeiten. Und ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg und Mut, dass du in Kontakt kommen kannst. Und natürlich auch Mut für die Frauen, auf ihren Körper zu hören und sich einzulassen. Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr Spaß gemacht. Danke dir. Bis dann. Tschüss. Bis dann.